Klage gegen CZ und Binance wegen Kryptogeldwäsche. Eine neue Sammelklage rollt auf Binance und Ex-CEO Changpeng Zhao zu. Die Kryptobörse soll Kriminellen Geldwäsche ermöglicht haben. Laut Anklage sollen gestohlene Kryptowährungen von Kriminellen an Binance geschickt worden sein, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Die Kryptoinvestoren hinter der Sammelklage behaupten, dass Binance ein wesentlicher Bestandteil eines Geldwäschesystems gewesen sei. In der Klage heißt es, ohne eine Plattform wie Binance könnten Kriminelle durch Blockchain-Verfolgung leichter aufgespürt werden. Der Binance-Gründer wurde bereits Anfang Mai wegen Verstößen gegen das US-Geldwäschegesetz zu einer Haftstrafe verurteilt. Binance stimmte zu, 4,3 Milliarden US-Dollar Strafe zu zahlen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen, abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.